Hallo, was machen Sie? Ja, heute gibt es meine Timelapse. Ich habe vom Mirasol eine Vorlage bekommen für die Fried Eels, deine Multigaming-Community, in der ich halt auch vertreten bin. Unter uns gibt es halt auch viele Streamer, wo ich halt auch dazu gehöre. Und wenn ihr halt selbst auf der Suche seid nach einer Community fürs Streaming oder auch fürs Spielen, seid ihr herzlich eingeladen, einfach mal vorbeizuschauen. Ich habe die Webseite unten verlinkt, auch noch Mirasols Twitch-Account. Ja, wenn ihr euch dafür interessiert, dürft ihr halt auf beiden Seiten mal gerne vorbeischauen. Lasst doch mal liebe Grüße da. So, jetzt kommen wir zurück zum Modell. Wie gesagt, die 2D-Vorlage hat Mirasol spendiert und ich habe sie halt in 3D jetzt nochmal nachgemacht. Ich hatte erst gedacht, ich mache so beim Cube und habe gesagt, ich kann es mir ja noch einfach machen, ich nehme einfach nur eine Plane. Und um es mir halt noch einfacher zu machen und die Rundung schön hinzukriegen, habe ich ein Subdivision Surface benutzt und halt einfach hier aus meinem Viereck einen Kreis gemacht. So ganz grob gesagt. Der eine oder andere, der Blender nutzt, wird halt den Modifier kennen. Das ist eine ganz nice Sache, um halt Sachen sehr schnell sehr rund zu kriegen. Wie ihr seht, zeichne ich jetzt einfach das nach. So an für sich eigentlich ziemlich simpel, einfach die Linien nachziehen, die schon da sind. Einfach jetzt mit der Plane. Gibt nur ein Problem, ich sehe ja nicht, was hinter der Plane ist. Also ich kann sie ja nicht durchschaut machen. Weil wenn ich den Wireframe anmache, ist es ja für alles, sondern ist mein Bild weg. Dafür gibt es ja auch eine Lösung, ich kann mein Material auch transparent machen. Ja, im Stream muss ich kurz googeln, wie es geht, weil mit den Blender-Materialien kenne ich nicht so aus. Diese funktionieren ein bisschen anders wie in Unreal. Aber wir haben es hingekriegt. Ich lasse euch den Teil einfach drin, wie ich das Material erstelle, dann könnt ihr aber abspicken. Ja, an für sich ja ein komplett simpler Aufbau, aber man muss halt einfach nur wissen, wonach man sucht. Oh,
jetzt haben wir den Plänen alles nachgezogen, jetzt wollen wir dem ganzen Volumen geben, weil momentan ist halt auch flach. Das ist jetzt nicht so wirklich spannend an 3D, weil 3D ist nicht vorhanden, weil da fehlt einfach die dritte Dimension. Auch wieder hier eine ganz einfache Sache, benutzt einfach wieder einen weiteren Modifier. Diesmal den Solidify Modifier und schon haben wir ein bisschen Volumen. Wir können jetzt einstellen, wie viel. Momentan noch nicht so 100 pro, was wir wollen, je nachdem, wo wir den jetzt auch platzieren, ob unter oder über. Und am Subdivision Surface ist er jetzt sehr, sehr kantig oder doch abgerundet. Wir wollten ihn rund haben, aber doch nicht so rund. Daher habe ich den Solidify Modifier applied. So wird er halt direkt als Mesh übernommen und ist halt kein Modifier mehr. Und dann habe ich einfach nur noch alle Ecken gebevelt. Da wir ein Subdivision Surface haben, wäre es auch eine Möglichkeit, einfach zu sagen, ja, ich ziehe einfach ein paar Edge Loops. Aber ich habe mich für die Variante mit dem Bevel entschieden. Ja. Ist halt Präferenz, wie man es machen möchte. Im Endeffekt hat man das gleiche Ergebnis. So, jetzt haben wir Volumen, wir haben das Mesh so, wie wir das wollten. Jetzt brauchen wir nur noch ein Material. Normalerweise habe ich da ein Problem. In dem Video habe ich ja gar nicht aufgezeichnet, wie ich das Material mache und habe nur das Endergebnis. Aber im Endeffekt haben wir uns ein spiegelndes Metall entschieden, also Roughness komplett hoch, Metallic drauf und halt Farbe weiß. Das Ergebnis werdet ihr ganz am Ende vom Video sehen, kurz vor der Endcard. Ja, dann bedanke ich mich, dass ihr so fleißig zuguckt. Schaut doch mal bei mir bei Tisch vorbei, lasst ein Like und einen Kommentar da. Und vielleicht gibt es einfach ein paar mehr 3D-Modelle. Wird garantiert wieder ein paar mehr 3D-Modelle geben. Ja, ich muss wieder mal ein bisschen Ordnung bei mir reinschaffen, was ich jetzt machen will. Ja, dann, man sieht sich. Ciao.